Hallo und willkommen, meine Damen und Herren, bei unserem Steiermark 1 Stadtgespräch. Sie werden sich hoffentlich daran erinnern, vor kurzer Zeit haben wir an dieser Stelle über die Menschenrechtsstadt Graz gesprochen. Ja, und da gibt es viele offene Fragen, aber eine steht ganz sicherlich fest. Eine Menschenrechtsstadt muss auch für Menschen mit Behinderung eine lebenswerte Stadt sein. Das ist auf alle Fälle völlig sicher und wir wollen heute nachfragen, wie ist es denn für behinderte Menschen in Graz? Behindert sein in Graz ist also unser Thema hier heute. Herzlich willkommen Magister Wolfgang Palle. Er ist der Behindertenbeauftragte unserer Stadt. Herzlich willkommen. Und ich begrüße auch den Geschäftsführer von Jugend am Werk, den Walter Ferck. Freue mich sehr. Ja, Magister Palle, also es gibt einen Behindertenbeauftragten in unserer Stadt. Was kann man sich denn da in Ihrer Arbeit vorstellen? Was tun Sie tagtäglich? Ja, vieles. Ja, eine kleine, aber stolze Stelle des Behindertenbeauftragten hat viele verschiedene Aufgaben eigentlich. Anfangs bin ich eigentlich eine Beratungsstelle für wirklich alle Fragen im Bereich Behinderung. Also das fängt an wirklich von der Pränataldiagnostik für Diplomarbeit bis zur Erbschaft. Also wirklich Arbeit, Wohnen, Mobilität, also alle Fragen können zu mir kommen. Ich bin jetzt seit 16 Jahren in diesem Bereich, also ich weiß schon sehr vieles, was ich nicht weiß. Ich weiß zumindest, wer es weiß. Also sind wirklich so Anlaufstelle Sorgen, Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung. Genau. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welchen Background, weil Sie ja sagen, 16 Jahre sind Sie schon in diesem Bereich tätig. Welchen Background hat denn der Herr Palle? Ja, also ich bin Behindertenbetreuer gewesen für 14 Jahre der Musik GmbH. Mhm. Also kenne daher die Arbeit mit Menschen mit Behinderung sehr unmittelbar. Ich bin von der Ausbildung her Jurist und Lehrer und Supervisor. Und eben über die Juristerei habe ich dann eben auch mehr Elternberatung gemacht und zunehmend auch in diesem rechtlichen Bereich und bin eben seit 2010 jetzt Behindertenbeauftragter der Stadt. Also seit 2010, das ist noch nicht so lange. Was ist denn so Ihr Gefühl? Dass es diese Stelle gibt, ist ja an sich eine hoch lobenswerte Geschichte. Ist sie wirklich mit Leben erfüllt, natürlich durch Ihre Person? Haben Sie die Möglichkeiten, die Sie sich wünschen, oder ist das mehr eine Pflichterfüllung für eine Menschenrechtsstadt? Ja. Na, es ist keine Pflichterfüllung, es ist wirklich eine Stelle, mit der man viele Möglichkeiten hat. Also einerseits direkt in der Beratung, das ist eine notwendige Stelle für unmittelbare Beratungen, aber auch in der Arbeit mit dem Grazer Behindertenbeirat zusammen werden ständig Konzepte entwickelt, zur Weiterentwicklung dieses Bereiches. Also, dass Menschen mit Behinderung ein leichteres Leben in Graz haben können. Genau, so ständige Weiterarbeit am Bereich Barrierefreiheit etc. Gut, darüber reden wir ja noch, über den Zustand, den wir in unserer Stadt zu diesem Thema haben. Walter Ferck, auch Ihr Thema ist eben mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten, Jugend am Werk, eine Institution, die wir glücklicherweise schon lange haben. Vielleicht, dass Sie uns nur ganz konkret vorstellen, was leistet Ihre Institution, was tut Jugend am Werk? Jugend am Werk ist ein Unternehmen der Sozialwirtschaft, das ganz besonders junge Menschen begleitet, behinderte junge Menschen, aber auch ältere behinderte Menschen. Uns ist es wichtig, Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, mit all unserer Kompetenz, mit gut engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir sind ja an 50 Standorten in der gesamten Steiermark, von Lietzen bis Murek und von Hartberg bis Deutschlandsberg und besonders natürlich mit Sitz in Graz. Ganz besonders sind unsere Einrichtungen zu nennen, wie die Nussbaumer Straße, die Blütemanngasse, unsere Malwerkstätte, neu auch unser Herzlichladen, wo wir Produkte aus unseren Werkstätten zum Verkauf anbieten. Und da haben wir am Mariahilferplatz einen entsprechenden Shop, einen tollen Shop. Gute Gelegenheit, in den nächsten Wochen einmal vorbeizuschauen, auch in Richtung Ostern. Wäre das eine Ansage? Haben Sie jetzt gut deponiert? Aber Jugend am Werk ist noch mehr. Wir haben ja auch im Portfolio letztendlich die Jugendwohlfahrt und junge Menschen im Bereich AMS-Maßnahmen.
zusammen. Und so sind wir also sehr, sehr gut aufgestellt und haben in den letzten Jahren auch sehr viel investiert in Einrichtungen, wo wir Sanierungsmaßnahmen durchgeführt haben, wo wir neu gebaut haben. Und da sind wir dann ganz besonders auch Betroffene, wenn es darum geht, natürlich neue barrierefreie Zugänge zu schaffen, wenn es darum geht, natürlich auch mit den Behörden gemeinsam. Graz ist durchaus beispielgebend, aber es ist nicht ganz einfach, oft sehr schnell zu einem Ergebnis gekommen. Also Malwerkstätte in der Neutaugasse als Beispiel, da haben wir etwas länger gebraucht mit den Bewilligungen. Nicht, weil die Bereitschaft nicht da war, aber weil auf der einen Seite der Denkmalschutz plötzlich eine Rolle spielt. Also, und diese Dinge zu knacken, ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe, weil wir letztendlich natürlich als Behinderteneinrichtung auch Qualität im Baulichen haben. Also man muss schon beharrlich sein in dieser Aufgabe, das kann ich mir schon vorstellen. Sie arbeiten mit welchen behinderten Menschen, dass wir das auch klarstellen? Sind das jetzt hauptsächlich geistig behinderte Menschen oder auch körperlich behinderte Menschen? Neuland ist ein Beispiel dafür, dass wir auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen betreuen. Also wir haben eigentlich da auch die gesamte Palette und sind herausgefordert auch mit Menschen, die etwas älter werden als behinderte Menschen. Und wir arbeiten daran, also auch mit verschiedenen Einrichtungen gemeinsam. Entsprechend nehme ich an, Ihre Mitarbeiter, die in allen Bereichen wahrscheinlich ihre Kompetenz haben. Aber Absolut. Es geht vor allem auch darum, Menschen mit Behinderung, sei es jetzt geistige oder körperliche Behinderung, zu einem selbstbestimmten Leben heranzuführen. Selbstbestimmten Leben, ob das jetzt im Wohnbereich ist, ob das im Bereich des Arbeitens ist, also in vielfacher Hinsicht oder in der Freizeit. Assistenzleistungen, die wir genauso anbieten. Oder wir gehen auch, unsere Mitarbeiterinnen gehen auch in den mobilen Dienste direkt in die Familien, wo sie teilweise auch Eltern, die behinderte jugendliche Kinder betreuen, einfach entlasten wollen. Mhm. Herr Magister Pahle, Walter Ferk hat es kurz angesprochen, Graz ist beispielgebend, aber es gibt sicherlich Probleme. Stichwort barrierefrei, wo orten Sie denn Probleme für Menschen mit Behinderung? Wo knackt's und wo ist es eng? Wo sind Sie gefordert? Naja, es gibt, man muss das einmal so sagen, Graz ist wirklich beispielgebend, das muss man wirklich sagen. In welcher Beziehung beispielgebend? In der Barrierefreiheit, und zwar, wenn zum Beispiel in Graz ein Kreuzungsbereich neu geregelt wird, wird automatisch abgeflacht, wird automatisch, wenn nötig, Akustikampeln eingebaut, zum Beispiel. Das sind Sachen, die in Graz schon mitlaufen und wirklich mitgedacht werden. Wenn öffentliche Gebäude errichtet werden, werden die automatisch barrierefrei gemacht. Mhm. Wir haben in Graz ein eigenes Referat für barrierefreies Bauen, das wirklich mit einbezogen wird von vornherein bei größeren Bauvorhaben und auch bei kleineren. Es ist einfach so, dass man in Graz ein paar tausend Mal im Jahr die Straßen aufgraubt. Natürlich kann das nicht überall passieren. Mhm. Probleme gibt es natürlich, also einerseits ist das beispielgebend, auf der anderen Seite ist der Bereich der Barrierefreiheit einfach ein so großer Bereich. Mhm. Also wirklich eine Stadt barrierefrei zu gestalten, und zwar für alle Behinderungsarten, ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass Graz auf einem guten Weg ist. Dazu bedarf es ja und gilt ja auch an Sie, die Barrierefreiheit in den Köpfen zu schaffen. Ist das gegeben hier in unserer Stadt, dass man sagt, ja, ich habe dieses Verständnis für Ihre Arbeit und logischerweise für die behinderten Menschen, dass wir wirklich alles dazu tun, um diesen Menschen ein lebenswertes Leben zu ermöglichen, Herr Pahle, Herr Feck? Immer mehr und mehr. Also Sensibilisierung ist natürlich eine der Hauptaufgaben des Behindertenbeauftragten, des Behindertenbeirates, immer wieder das Thema einzubringen. Es ist klar, so wie vorher schon gesagt worden ist, diese Beharrlichkeit, die man braucht. Einfach deswegen, weil so viele Dinge mitzubedenken sind beim Bauen. Es geht ja um den Denkmalschutz, um den Brandschutz, um Sicherheitsvorschriften. Also ein Architekt hat tausend Sachen zu mitzubedenken. Und dann kommt noch jemand und sagt, ja, die Barrierefreiheit ist auch noch wichtig. Mhm. Also da liegen die Probleme. Und es geht auch darum, bereits vorher schon, also auf der DU, auf der FH, in den einschlägigen Studien, das zu unterrichten, dass die Architekten von vornherein wissen, dass das ein Thema ist. Ich glaube, generell ist noch viel zu tun, trotzdem, dass es gut funktioniert. Barrierefreiheit geht es ja nicht nur beim Bauen, sondern da geht es ja auch darum, den Zugang zu modernen Technologien zu schaffen, die Möglichkeit zu bieten, im Sinne von Förderung und Sehförderung
auch Zeitungen bürokratisch lesen zu können, größere Schriften. Das heißt, es ist schon so etwas, wie Sie gesagt haben, etwas, was in den Köpfen sich breit machen muss. Daran arbeitet sicher die Stadt Graz, daran arbeiten wir als Behindertenorganisation, alle anderen natürlich auch, dass wir das in, in das Bewusstsein hineintragen. Ich denke, als ein Beispiel, es ist so schön, wenn vor Weihnachten so viele Spenden für Behindertenorganisationen zusammenkommen. Aber noch schöner wäre es, wenn Unternehmen, auch der Privatwirtschaft, einfach Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Nicht, dass das nicht schon passiert, aber vielleicht zu wenig. Es ist eine Statistik, sagt, dass etwa 80% der österreichischen Unternehmen ihrer Einstellungspflicht nicht nachkommen. Und was ist schöner als auch einen behinderten Menschen, oder kaufen Sie frei, selbstverständlich, oder was ist schöner, Ihnen einen Arbeitsplatz zu geben, was im Sinne des Selbstwertgefühls ganz was besonders wichtig ist. Also dort ist fast etwas zu appellieren, dass das noch stärker passiert. Wir versuchen es. Wir versuchen es eigentlich auch im eigenen Unternehmen. Sie bilden ja die Menschen aus, dass sie eine Kompetenz. Wir bilden in den Werkstätten die Menschen aus und gehen noch einen Schritt weiter. Wir werden im Mai dieses Jahres das erste Café mit einer anschließenden Catering-Küche im Messequartier eröffnen, in Kombination mit einem Postshop. Weil ich glaube, dass das auch zum selbstbestimmten Leben gehört, möglichst integriert im Wohnbereich als auch im Beschäftigungsbereich zu sein. Und da haben wir einen sehr schönen Ansatz. Gerade im Messequartier decken wir Altenbetreuung, Studentenwohnungen, Wohnungen für andere Menschen und mit dem Bereich auch der Behindertenarbeit gut ab. Ich sage ja, Barrierefreiheit in den Köpfen liegt ja an uns allen. Sie tun beide ihr Möglichstes, dass behinderte Menschen ein lebenswertes Leben gestalten können. Aber was nutzt Ihre Arbeit, wenn wir Gesunde nicht den Zugang zu den behinderten Menschen finden? Wie schwer, wie leicht ist das? Also jetzt weniger die Stadt und die Stadtregierung, sondern wir Menschen, die Grazerinnen und Grazer, im Umgang mit behinderten Menschen. Es ist Ihr tägliches Geschäft, aber nicht für mich beispielsweise. Wissen Sie? Wichtig ist, dass man behinderte Menschen nicht abschottet, dass man Probleme anspricht. Und dass man den Menschen insgesamt die Ängste auch nimmt. Es ist ja so etwas oft vorhanden, dass man auch Angst hat, dass man nicht weiß, wie gehe ich jetzt mit einem behinderten Menschen um. Und ich denke, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Wenn wir zum Beispiel mit unserer Malwerkstätte in die Privatklinik Ragnitz eingeladen wären, einmal im Jahr, und unsere Produkte, vor allem unsere tollen Bilder auszustellen, dann ist das schon eine Anerkennung, eine Wertschätzung den behinderten Menschen gegenüber. Und jene, die vielleicht noch nicht intensivere Berührungen gehabt haben, merken, das sind ganz normale Menschen wie du und ich, halt mit einer gewissen körperlichen Einschränkung. Und in dieser Richtung tun wir sehr viel in der ganzen Steiermark und ganz besonders in Graz. Herr Pahlet, orten Sie auch so diskriminierende Tendenzen ab und an? Ab und an, aber sehr wenig. Ja, also es das spricht gibt, ja für uns, Gott sei Dank. So, so unmittelbare Diskriminierungen, dass jemand zu mir käme und sagt, ich werde hier diskriminiert, ist sehr selten. Es gibt die Möglichkeit, bei Diskriminierungen ein Schlichtungsverfahren beim Bundessozialamt anzustreben, was wir sehr selten machen eigentlich. Und unmittelbare Diskriminierungen nicht. Ich denke mal, Diskriminierung von Menschen mit Behinderung findet einfach laufend statt. Eben. Also bei mir in der Behindertenbeauftragtenstelle kann man sich einen Rollstuhl ausbauen, gratis, und damit einmal einen Tag durch Graz fahren. Also auch, es gibt einfach, um es wahrzunehmen. Um es wahrzunehmen. Und wird das genützt? Machen das Menschen? Selten. Also, dann schicken wir den Appell jetzt los. Bitte. Mit meinen Studenten mache ich es. Die müssen das machen und ich habe es selber gemacht. Und man würde es nicht glauben, was man in einem Tag erfährt. Man glaubt, Graz ist barrierefrei und ist auch sehr gut. Man scheitert aber an der kleinsten Kante. Wenn man dann einmal die Ahnenstraßen runterfährt, hat man schon andere Meinung und bis am Abend ist man wirklich genervt. Und fertig, auch körperlich wahrscheinlich. Ja, und es geht dann weiter auch. Wir brauchen noch sehr lange, dass der öffentliche Verkehr generell und allgemein umgestellt ist. Es gibt die neuen Straßenbahnen, die kommen erst. Aber da gibt es viele Probleme mit den alten Straßenbahnen zum Beispiel. Wie komme ich jetzt als behinderter Mensch ohne fremde Hilfe auch in die Straßenbahn, in den Autobus? Da gibt es schon noch ein paar Ansätze, die notwendig sind. Also sicher noch viel zu tun. Das Stichwort Job hätte mich noch interessiert, gerade was auch Graz betrifft. Ist auch Graz hier vorbildhaft, dass eben Graz sozusagen, um das schwierige Wort der Quote zu bemühen, die Quote erfüllt und behinderten Menschen eine Chance gibt? Ja, im Magistrat Graz ist die Quote weit überschritten.
Also hier werden behinderte Menschen auf jeden Fall weit über die Quote eingestellt. Ansonsten, glaube ich, wird Graz im Mittelfeld liegen. Arbeit ist ein Bundesthema eigentlich weitgehend und ist im Stadtbereich sehr schwer zu bearbeiten. Einen Appell wollen wir noch losschicken, darauf haben wir uns ja auch geeinigt, denen auch besonders ganz wichtig ist, ist nämlich das Thema Behindertenparkplätze. Ja. Also Herr Magister Pahle, tun Sie das? Ja. Ja, wenn ich schon da bin. Ja, selbstverständlich. Das soll Ihre Plattform sein. Ein paar Sachen, die auch immer wieder zu mir kommen. Es gibt ein paar Dinge, die ich schon loswerden möchte. Sensibilisierung Behindertenparkplätze ist natürlich immer wieder ein Thema. Die Bitte an die Grazer, Behindertenparkplätze haben einen Sinn. Also ein Behindertenparkplatz ist wirklich dringend notwendig für Menschen mit Behinderung. Nicht deswegen, weil er gerade beim Eingang ist, sondern weil er einfach breiter ist. Ja. Das heißt, man muss einen Rollstuhl rausstellen können, man muss ausstellen können. Bitte die Rollstuhlparkplätze freihalten. Außerdem ist es sehr teuer, wenn man abgeschleppt wird. Genau, und man wird es wird jetzt eh sehr viel strenger gehandhabt, Gott sei Dank. Also es wird viel mehr abgeschleppt. Anderer Punkt sind die Radfahrer in Graz. Der Mario Kobalt, ein lieber Bekannter von mir, der ist blind. Der sagt, er hat große Angst vor Naturkatastrophen und wilden Tieren, aber viel mehr Angst vor Radlfahrern. Also gerade dort, wo Fußgänger und Radfahrer zusammen einen Weg teilen, dort ist es wirklich gefährlich. Also für blinde Menschen, für Menschen mit Wahrnehmungsstörungen, mit Gleichgewichtsstörungen, wenn da die Radfahrer vorbeizischen. Vielleicht noch eine Sache, letzter Punkt noch. Blindenleitlinien, woran sich Menschen mit einem Taststock orientieren können, sind natürlich immer sehr oft zugestellt in der Stadt von Radeln, von Aufstellern und so. Da auch die Bitte auf das, den Blick einfach ein bisschen zu weiten für die Gesamtheit der Bevölkerung. Also das haben wir gerne getan, Ihnen diese Plattform zu geben, weil es einfach wichtig ist. Wer jetzt zu Ihnen kommen will, kommt wohin oder wie kann man mit dem Wolfgang Pahle Kontakt aufnehmen? Die meisten Kontaktaufnahmen folgen übers Telefon oder über E-Mail. Wir blenden dann gerne ein. Sagen Sie uns die Nummer. 0650 6692 650. Blenden wir gerne ein. Und Sie sind wo zu Hause, wenn ich so sagen darf? In der Theater Körnerstraße 65, im alten Pflegezentrum auf der linken Seite. Jugend am Werk. Wer sich für die Arbeit Jugend am Werk interessiert, sei es um mitzuarbeiten, um zu helfen, was ja auch wichtig wäre, oder eben die Betreuung genießen will, tut am besten was? Schreibt ein E-Mail an Jugend am Werk. .or.at. Offenes Forum für alle. Offenes Forum. Wir beraten natürlich Eltern genauso. Wir haben eine Beratungsstelle eingerichtet. Also wir sind natürlich ein offenes Haus. Und jeder, der Hilfe braucht, und für jeden, der Hilfe braucht, stehen wir zur Verfügung. Und unsere passgenauen Angebote. Ja. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Können wir natürlich schon mit Stolz feststellen, mit guten, ausgebildeten Mitarbeitern. Und da bin ich auch bei einem Appell. Bitte, gute, ausgebildete Mitarbeiter. Selbstbestimmtes Leben für behinderte Menschen heißt auch Qualität. Das ist uns ein Anliegen. Ich denke, das ist das Anliegen auch aller. Und daher ist es so wichtig, auch die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Gut, haben wir die Appelle losgeschickt. Die waren wichtig und sind wichtig für Ihre wichtige Arbeit. Lieber Magister Pahle, lieber Walter Ferk, herzlichen Dank, dass Sie meine Gäste waren. Bleiben Sie so beharrlich für unsere behinderten Menschen in unserer Stadt. Dankeschön Ihnen, meine Damen und Herren. Ja, sensibilisieren Sie sich ein bisschen ein auf die Bedürfnisse behinderter Menschen. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Alles Gute, wir sehen uns.